Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einmal ein 10-Arten-Video mit Willow's Dream Horses. Schaut auch unbedingt bei ihr vorbei und abonniert sie. Sie macht aber den 1000 Abonnenten eine Verlosung. Und sie macht mega tolle Videos. Ja, dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Erstens, das Faule. Ich freue mich so, dass ich endlich wieder zu Miss 3 gehen darf. Hallo Miss 3, mein Großer. Och nee, nicht die schon wieder. Ich habe so gar keine Lust auf dich. Oh Mann, du. Ah, ich will heute mit dir ein ganz tolles Training machen. Freust du dich? Als ob ich mich freue, wenn wir ein ganz tolles Training machen. Ich rühre mich keinen Fleck. Das sage ich dir. Miss 3, dann hole ich dich jetzt erstmal raus. Miss 3, jetzt geh endlich aus deiner Box. Komm. Als ob ich komme. Miss 3, au. Moin. Und kommen wir erst bitte über nächstes Jahr wieder, danke. Aua, dieses verfluchte Pferd. Pfeh, dann reite ich halt mein zweites Pferd. Pferde. Ja, du hast mich vergessen abzuhalftern, das ist ja schon klar. Ach egal, Hauptsache ich muss mich nicht bewegen. Erstmal zum Fressen gehen. Lecker. Boah, ey, bist du eigentlich schlau oder so? Ja, sehr schlau. Ich meine, ihr lasst euch diesen Gefallen noch tun und galoppiert so freudig mit und springt mit. Pah, ihr seid ja auch solche Loser. Ernsthaft. Zweitens, das Hyperaktive. Endlich wieder zu Amigo gehen. Yay. Oh mein Gott, sie ist da. Ja, bitte, bitte machen. Springen oder Dressur oder nein, nicht Dressur, da kann man sich doch nicht auspowern. Aber bitte, bitte gebe mir ins Gelände oder mach Dressur. Springen, bitte, 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 bitte. So, Amigo, wir werden heute nur ein bisschen Bodenarbeit machen. Ich meine, das schadet dir auch nicht. Was? Nur Bodenarbeit? Ich raste hier gleich aus. Ach du meine Güte, wieso habe ich mir dieses scheiße Pferd gekauft? Ey, was ist los mit dem Pferd? Rennen! Piep! Drittens, das Ängstliche. Tschüss Pferde, bis morgen! Nee, jetzt sind die Reiter wieder weg. Oh nein! Oh nein, was war das? Ich habe solche Angst. Rettet mich! Alles gut, das war bestimmt nur eine Maus oder eine Eule. Oder eine Ratte, keine Ahnung. Eine Maus, eine Eule und eine Ratte. So schrecklich, bitte holt mich hier raus. Bitte, 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 bitte. Chill doch mal dein Leben. Ich kann nicht mein Leben chillen. Es ist nur so schrecklich. Ah! Wieso? Wieso bin ich nur neben diesem Pferd? Ey, jetzt tu nicht so, als ob du was Besseres wärst, du Vollpfosten. Nicht frech werden, Madame. Du nennst mich hier Madame? Ich weiß, was zu tun ist. Ah, Hilfe! Was war das? Viertens, dass das immer alles korrigieren muss. Ja, und dann hat er doch gesagt, dass dieses Ding auch so war. Und das war so witzig. Ihr könnt das euch gar nicht vorstellen, wie witzig das war. Und dann hat der Stute noch gesagt, Moment, Moment, habe ich da richtig gehört? Der Stute und das Ding. Erstmal, wieso redest du so undeutlich? Zweitens, das heißt die Stute und nicht der Stute. Das ist einfach nur grauenvoll. Ey, was ist los mit dir, Junge? Was los mit mir ist, gar nichts ist mit mir los. Mit dir ist eher was los. Du willst du Stress, oder? Da musst du mich nicht mit mir anlegen. Pff. Ah! Arrrr. Und zu guter Letzt, fünftens, dass das immer korrekt sein muss. Hi, Mystery. Oh, hey, Sarah. Meine Gute. Ja, Mystery, heute werden wir ein bisschen im Reitplatz rumreiten. Ich meine, ich gehe vor und du gehst mir nach. Dann gucke ich, ob das klappt. Yay, ich freue mich schon so. Ich werde ja natürlich alles wieder perfekt machen, damit meine Reiterin glücklich und zufrieden ist. So, Mystery, komm. Komm.
Super gemacht. Und jetzt dreh dich. Und back. Super gemacht, meine Kleine. Oh ja. Yay, ich bin halt gut und nicht so wie ihr anderen Deppen. Ja, Leute, das war's mit diesen 5 Arten. Ja, die anderen Arten findet ihr auf ihrem Kanal. Ich blende euch hier mal kurz den Namen an. Hier. Und ja, bitte diese 5 Arten nicht zu ernst nehmen. Ja, sie waren etwas, ja, sehr chaotisch, aber okay. Ja, dann würde ich sagen, ciao Leute, bis demnächst. Hab euch alle ganz doll lieb.